Mit einem rebellischen Feuer in meiner Seele und dem Rhythmus des Lebens in meinen Adern war ich vorherbestimmt, die Welt der Musik zu erschüttern. Mein Name ist Tupac Amaru Shakur und ich werde euch nun in meine mitreißende Biografie und die aufregende Geschichte meiner unvergesslichen Karriere mitnehmen. Der erste Atemzug, den ich in dieser Welt nahm, schien den Klang der Veränderung mit sich zu bringen. Geboren in den Straßen von East Harlem, New York City, wurde ich früh mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert. Doch statt mich von den Widrigkeiten meiner Umgebung brechen zu lassen, nahm ich das Mikrofon in die Hand und ließ meine Stimme erheben. Schon als Kind spürte ich die Magie der Musik in mir pulsieren. Sie war mein Zufluchtsort, meine Art, mich auszudrücken und der Welt meine Geschichten zu erzählen. Von meinen Anfängen in der Underground-Szene bis hin zu meiner Durchbruchsalbum Two Packer Lips Now führte mich mein Weg unaufhaltsam auf die Bühne des Rap. Doch meine Karriere war nicht nur von Ruhm und Erfolg geprägt, sondern auch von Kontroversen und Kämpfen. Meine Worte waren wie Waffen, die ich einsetzte, um soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern und die Realitäten der Straße zu beleuchten. Ich war ein Sprachrohr für die Unterdrückten, eine Stimme für diejenigen, die keine hatten. Doch mit meinem wachsenden Erfolg kam auch der Preis, den ich dafür zahlte. Ich wurde zum Ziel politischer Angriffe und war ständig mit dem Konflikt zwischen meiner Kunst und den Erwartungen der Gesellschaft konfrontiert. Doch ich weigerte mich, mich zu verbiegen oder meine Überzeugungen zu verleugnen. Ich blieb authentisch und unbeugsam. Im Jahr 1994, als ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere stand, traf mich eine Kugel und verwandelte mein Leben in einen Albtraum. Der Angriff auf mich in New York City ließ die Welt erbeben und schuf eine Legende um meinen Namen. Ich kämpfte um mein Leben und erhob mich wie ein Phönix aus der Asche. Trotz der Bedrohungen und der dunklen Wolken, die über meinem Leben hingen, ließ ich mich nicht brechen. Meine Musik wurde zu einem Manifest der Widerstandskraft und der Hoffnung. Ich kämpfte weiter für Gerechtigkeit, für die Rechte der Unterdrückten und gegen das System, das uns zu ersticken versuchte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für mich. Am 13. September 1996, wurde ich in Las Vegas erneut Opfer einer tödlichen Schießerei. Die Welt verlor an diesem Tag nicht nur einen Künstler, sondern auch eine Stimme der Veränderung. Mein Vermächtnis lebt jedoch weiter. Meine Texte und mein Einfluss inspirieren weiterhin Generationen von Künstlern und Aktivisten. Meine unvollendeten Werke werden zu Botschaften der Hoffnung, die die Herzen der Menschen berühren. Ich, Tupac Amaru Shakur, war mehr.